Hier haben wir eine weitere Weltneuheit auf der Agritechnica. Das ist der neue Mercedes-Benz Arox, der Profi für den Baustelleneinsatz, der hier erstmalig für den Einsatz in der Landwirtschaft, vor allem in der Agrologistik, umgebaut wurde. Und speziell für diesen Einsatz hat er eine besondere großvolumige Traktionsbereifung bekommen und eine starke Hydraulikanlage sowie eine Kugelkopfkupplung, sodass dieses Fahrzeug zum einen als Zugmaschine Ackerschlepper eingesetzt werden kann und vor allem hier auch auf das Feld fahren kann, das heißt Kombinationstransport von dem Feld auf die Straße zum Silo hin bei hoher Fahrtgeschwindigkeit und niedrigem Kraftstoffverbrauch. Ja, auch dieser Arox erfüllt natürlich die strenge Abgasnorm Euro 6, die ab Januar nächsten Jahres vom Gesetzgeber gefordert wird. Und es ist ein 2042, das heißt, er hat hier einen komplett neuen Common Rail Motor mit 420 PS und 12,3 Liter Hubraum. Das heißt, der ist auch für schwere Lasten bis 40 Tonnen Gesamtgewicht bestens geeignet, um bei hoher Geschwindigkeit hier effizient Transporte durchführen zu können. Hier sehen wir die Kugelkopfkupplung, die hier auf dem Arox aufgebaut ist. Die dient vor allem dazu, um die große Kugel K150 aufzunehmen. Und das bringt eben vor allem im Einsatz auf dem Feld mehr Verwindungsmöglichkeiten als eine herkömmliche Sattelplatte. Und das Fahrzeug kann auch als Zugmaschine Ackerschlepper eingesetzt werden. Dann weiter vorne hier den Nebenabtrieb vom Motor. Und über diesen Nebenabtrieb kann zum Beispiel auch noch eine Zapfwelle oder eine sehr große Pumpe auf das Fahrzeug hier aufgebaut werden. Parallel dazu sehen wir auf der rechten Seite am sogenannten kleinen Motornebenabtrieb eine leistungsstarke Load-Sensing-Hydraulikpumpe aufgebaut, die bis zu 240 Liter Ölfluss bringt und damit können auch die großen Auflieger innerhalb von 90 Sekunden am Silo entladen werden. Ja, das waren die Neuheiten hier zum Arox auf der Agritechnica und weitere Infos finden Sie natürlich auf unserer Homepage unter www.mercedes-benz.com.